Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. In der letzten Folge sind wir auf dem Schnu gereitet und haben mal schnell eine Maschine, der ein Bett vernichtet, die meinten mal schnell Judas entführen. Oh, und hier haben wir das Albett-Lexikon Band 12. MSL, gut zu wissen. Gut, gehen wir einfach mal schon mal weiter. Was? Guado Salam ist ganz in der Nähe, doch auf dem Weg sind viele Monster. Ich gebe euch einen Rat, gut gewappnet zu sein, bevor ihr aufbrecht. Guado Salam? Lady Yuna scheint eingetroffen zu sein. Man spürt förmlich die Erregung des Volkes. Das große Erbe des Vaters und zudem von Volk geliebt. Geradezu perfekt. Ja, Yuna hat einen schweren Last auf sich. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich bei der Bürgerwehr weitermache oder nicht. Ich wollte die Sache im Abyssum mit jemandem bereden, aber ob das richtig ist? Ja, sehr gut, ich verstehe die Ruhe. Ein Erdhaar. Das Abyssum? Ist das nicht der Ort, wo Yuna die ganzen Leichen hinschickt? Da kann man... Ne. You're not dead? Die kennen wir doch irgendwoher. Oh, ja. Yeah. Was? I was done for back then. Riku. You're Riku. Nah. Hey! You're okay! How you been? Terrible. Oh, wieso denn? Yeah, you don't look so good. What happened? You beat me up, remember? Was? Oh, that Machina? That was you? Mm-hmm. Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Wieso greifst du unseren Horn? Wait, but you attacked us. Nuh-uh, it's not exactly what you think. Yo! Ready on. And you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna, Lulu, I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Alba. Halt die Schnauze. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, yeah? Praise be to Yevon. So, Riku, look a little beat up. You okay? Waka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Okay. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Ah. Mich würde echt interessieren, was sie da besprechen. Sir Orin? Hm? I would like Riku to be my guardian. Ne. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. Oh, okay. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them.
damit haben wir Errungenschaft freigeschaltet, alle zusammen. Wir haben unsere Party komplett. Problem ist jetzt natürlich, Rico ist ein bisschen sehr dünn auf der Brust. Ja, Rico kämpft mit den Clown und hat als Rüstung einen Armschutz. Naja. Was ich eben sagen wollte, was ich grauenvoll finde, bei mir hängen momentan einfach 5 Fliegen auf dem Bildschirm rum. Ja, eine Schatztruhe, stimmt. Schatzrunde im Kampf lassen sich mit dem Befehl Clown im Spezialmenü öffnen. Wenn alle Monster besiegt sind, können diese Schatztruhen nicht mehr geöffnet werden. Zudem werden die Kisten zerstört, wenn man sie angreift. Ja, dann klauen wir doch mal. 2 Bomberseelen. Ah, da ist ein Panzer. You should know. I'm scary when I get mad. I'm gonna use that item I just got on you. You'll be sorry. Okay. Bastelstunde. Mit Ricos Ekstase-Tag. Basteln können immer 2 Items, die sich im Inventar befinden, zu einem neuen kombiniert werden. Welche Wirkung diese neuen zusammengepassten Items haben, ist leider nicht bekannt. Zum Testen wollen wir einfach mal 2 Bomberseelen aus der Truhe kombinieren. Machen wir doch mal Bomberseele. Da. Schauen wir doch mal nach. Feuersturm? Jo. Jo. What did you just do? That was great! I can combine items and use them like this. It's not that tough, really. Easy. Es war jetzt eigentlich verschwendet, die beiden Bomberseelen, aber naja, ich habe es einfach mal gemacht zu Anschauungszwecken. Ich hätte eigentlich einfach nur 2 Sphären zusammengeklatscht und wäre irgendwie was rausgekommen wie eine Granate oder sowas. Aber naja, dieses Bastion wird uns auf jeden Fall später noch weiterhelfen. Ein Boss, da wird dadurch quasi gecarried. More of us means less of them. Ja. Wow, das hat echt geklappt. Jetzt einmal kurz Rico ranholen. Tada! Und einmal hier klauen. Eine Mega-Potion. Kimari brauchen wir noch. Nochmal Abwehr bitte. Und wir klauen jetzt auch nochmal hier die Fliege. Wir bekommen Griffkralle. Also mit Rico sollten wir eigentlich immer nur klauen. Weil Items werden wir auf jeden Fall brauchen. Warum werden wir eigentlich später noch so kommen? So, komm, Lulu. Was ist als nächstes? Einmal wegbrutzeln natürlich. Easy going, kein Ding. Ja. Also Rico müssen wir jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen trainieren. Und was haben wir hier? Ein Pfeil. Einmal das Küssen bestehlen. Ein Allheilmittel. Owen macht einen Hit drauf. Jeder ein Feurer. Jetzt einmal hier den Iserin bestehlen. Eine Heilpotion. Die ist ja nicht so wichtig. Problem ist nur, dass Rico jetzt schon wieder fast tot ist, ne? Ja, da muss man nicht noch ein Auge drauf halten. Jona hat die Ekstase voll. Bloß kein Wasser. Ich hätte den Arsch gefickt. Tidas? Machen wir Monster Basic. Also die 2 Angriffskraft hat es mir gleich gebracht. Oh. Da versucht jemand auf die Fresse zu geben.
Freund schon wieder Küsschen hat, ich hasse es. Walker. Das krasse ist einfach, wie wenig Damage wir teilweise momentan machen. Ja, heil mir bitte, Lulu. Kannst du dir nicht geben. Weißt du was? Ich mache jetzt mal eine Feuerwut. Ich will einfach mal die Ekstase ein bisschen lieben. Muss ich jetzt links und rechts tippen, oder? Also so richtig verstanden habe ich die noch nicht wirklich. Also da muss ich mir mal so durchlesen, wie das jetzt ist. Ob das nur gleichzeitig drücken ist oder komm, nimm mal hier ein Antidot, da haben wir 90 Stück von. Medica. Ich würde echt. Das interessiert mich echt mal, wie es jetzt bei Lulu ist mit der Ekstase. Muss ich mir nachher mal noch lesen. Ich meine, die nächste Folge wird für euch eh. Ja, jetzt zwar morgen wieder sein, aber ich würde die wahrscheinlich auch schon morgen jetzt aufnehmen. Jetzt öffne mal. Eine Mega Potion. Und wir sollten jetzt in Guado Salam sein. Der Heimat der Guados. War hier noch irgendetwas? Nein. Ich muss mal ganz kurz hier das. So. Mauszeiger raus. So. Da meinte ich nämlich gerade wieder meine Datenbank zu starten. Ich bin da ein bisschen eine Datenbank am Programmieren und naja. So, wir sind in Guado Salam. Eine interessante Stadt. Wir haben dich erwartet, Lady Yuna. Willkommen zu Guado Salam. This way, my lady. This way. Me? Whoa, whoa, whoa! Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. I'm in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Ah, okay. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder? Please, come inside the manor. All will be explained. Of course, your friends are also welcome. Stimmt, der wollte ja was mit Zima Yuna. Mr. Armbrot, don't you? Ah, I almost forgot. Was ist jetzt los? Ausrüstung umbauen. Rico, die Albe, Bett gehört nun der Leibgarde an. Deswegen können Waffen und Rüstung jetzt durch Umbau verstärkt werden. Sehen wir uns an, wie dies funktioniert. Man kann Ausrüstung umbauen, indem man Abilities hinzufügt. Verwenden Sie beim Umbauen diverse Items, um Abilities mit Ihrer Ausrüstung zu verbinden. Wenn Sie Ihre Ausrüstung, die Sie umbauen möchten, es gibt allerdings Ausrüstungen, die sich nicht umbauen lassen. Befindet sich in der Ability-Leiste unten rechts ein freies Feld, ist ein Umbau möglich. Das heißt, kein Umbau ohne freie Felder. Es gibt auch Ausrüstungen, die sich trotz freier Felder nicht umbauen lassen. Nun, wählen Sie die gewünschte Ausrüstung. Eine Liste mit verfügbaren Abilities öffnet sich. Rechts oben sehen Sie auch das Item, das benötigt wird. Unten, links steht die Anzahl der Items, die sich im Inventar befinden. Rechts die Anzahl der Items, die nach dem Umbau übrig bleiben. Ein Umbau kostet Sie Items. Verfügen Sie nicht über die benötigte Menge, wird die Ability in Grau angezeigt. Und ist nicht anwählbar. Haben Sie erstmal die Ability gewählt? Werden Sie gefragt, ob Sie ganz sicher sind? Ja. Mit ja bestätigen Sie den Umbau.
Okay. Ab und zu kommt es vor, dass sich der Name der umgebauten Ausrüstung verändert. So viel zum Umbau der Ausrüstung. What would you do without me? Machen wir. Vor allem, weil wir das später einmal gut gebrauchen können. Ich will jetzt aber erstmal hier im Guado Salam, oder wie ich es immer so wundervoll nenne, Guado Salami. Oh, mal schön. Care to hear about the far plane or the fireflies? Das ist ein bisschen. The far plane is the place where fireflies, born from ascending, gather. Okay. They appear in the shape of people who've died and gone to the far plane. Quite the phenomenon. How I wish I understood it more fully. The Owlbed have a theory, you know. They say the fireflies are just reacting to visitors' thoughts and dreams. But only the dead appear on the far plane. No image of the living has ever been seen. It's a great mystery, but maybe... Maybe the dead leave a bit of themselves in the hearts of the living. And that little bit borrows the fireflies' power for their paranormal performance. Or maybe not, who knows? And that, as they say, is that. Okay. Shalinda? Oh, how fair you, Sir Guardian. It seems that Maester Seymour has returned to Guado Salam. Guado Salami? He's young, but he deserves our respect. Danke, mein Schön. Okay, also Seymour ist wieder hier. Wo ist hier? In der Donnersteppe tobt ein Sturm. Bitte wartet eine Weile. Oh, auf die freue ich mich auch schon richtig. Okay. Hier haben wir eine Mega Potion. Was haben wir hier? Die Alten wollen die alte Sprache der Guado einfach nicht aufgeben. Ich habe ihnen gesagt, dass diese Mundart für unsere Gäste unverständlich ist. Die alte Sprache? Reisende, die altertümliche Sprache verzeiht mir die meinige Unverfrorenheit. Ihr werdet erschöpft sein müssen von der weiten Reise. Oh, ihr müsst meinen sehr, meine Sprache sei sonderbar. Der alte Dialekt der Guado ist es wohl. Woanders werdet ihr nicht finden können, diese Art. Okay. Also eine sehr interessante Sprache, was wir hier haben. Was haben wir hier? Oh, hier ist der Shop. Barockschwert, Glimmerstab. Ja, das sind hier jetzt die Waffen. Komm, die können wir mal kaufen. Ah, komm. Wir haben es ja. Hier gibt es natürlich viele Sachen jetzt mit Donner, also mit Strom 50%, dass wir noch 50% Schaden kriegen. Kann ich das kaufen? Ah, der hat aber noch die alten Sachen. Cave and Sif. Tod, aber der ist ein bisschen teuer. Wir werden irgendwann eh nochmal ordentlich Cash farmen müssen. Was haben wir noch hier? Dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Hier. Albert Lexikon Band 13. Wir sind an einem Kreditor. So. 3000 Gil. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir nochmal irgendwann später so viel Cash farmen werden müssen. Naja. Kommen wir dazu, wenn wir beim letzten Tempel. Beim letzten Tempel waren. Ein Elixier. Also beim letzten regulären Tempel, nicht einer der optionalen Tempel. Um es genau zu machen, nach dem Tempel, wo wir noch eine Bestie bekommen. Aber ich weiß nicht so viel noch jetzt. Kann man hier noch weiter? Nein. Die Guado bewachen zusammen mit der Bürgerwehr die Straßen. Versteht sich von selbst, dass man für Spearway die Kräfte vereint. Okay, jetzt nochmal hier speichern.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal beim Meister, bei Primus Seymour. Bis dahin, tschüss.